Marco Schöbel, Schöbel Motorsport, Opel Kadett mit viel Hightech. Jawohl, also wir sind jetzt 2 Jahre Dragseed am Auto und das mühevoll aufgebaut und wir sind letzte Woche in Saalfelden in Salzburg am Tester gewesen. Bis auf ein paar Kinderkrankheiten hat eigentlich größtenteils alles funktioniert und ja, heute ist das erste Mal das erste Rennen und der Zeit und jetzt ja, sind wir zuversichtlich, dass alles funktioniert und schauen wir mal, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Das Fahrzeug komplett ausgeräumt, wie viel wiegt er denn? Wir liegen ca. bei 780 Kilo. Wir müssen aber noch fürs neue Reglement für den Performance-Faktor müssen wir noch etwas zuladen. Das können wir so positionieren, dort hinten, dass es halt passt auf der Radlastwaage und ja, genau. Was haben wir da für einen Motor? Der Motor kommt von der Firma Gerent, Gerent Rennsporttechnik, in Lage. Ist ein 2 Liter, 8 Ventiler und leistet in etwa 220 PS. 220 PS, kurzes sequenzielles Getriebe? Es ist ein hartgeschaltenes Getriebe, gerade verzahnt, ist ein BMW-Getriebe, ein G-Truck mit Zündunterbrechung. Ja, genau, heftigere Leistung und dann Drehmomentstand. Und klingt zwar im Auto relativ laut, aber dafür ist stabil. Ja, Marco, du bist heute Favorit hier heraus in Rötis bei diesem Slalom. Es ist ja ein Highspeed-Slalom. Liegt er dir? Ich bin am Morgen schon in der Klasse F gefahren im Ford Focus RS. Das hat einmal sehr, sehr gut funktioniert. Da war es allerdings noch nass. Ja, jetzt hofft man, dass das trocken bleibt, dass es nicht nochmal anfängt zum Rangen. Dann können wir mit Slick fahren und dann hofft man, dass das nochmal so gut funktioniert wie morgen schon. Dann wünschen wir alles Gute. Vielen Dank. Super. Marco, die Verhältnisse nicht ideal. So ist es. Wir haben jetzt 2 Rennläufe gehabt, wo es trocken war. Jetzt haben wir Wet Race gehabt, jetzt haben wir Frögerreifen um da. Die waren jetzt in unserem Fall leider neu. Jetzt ist ein Lauf natürlich nur ein bisschen schleppen gegangen, weil natürlich gar kein Grip da war. Aber jetzt versuchen wir im 4. Rennlauf zum nochmals Beste draus machen aus den nassen Verhältnissen. Alles Gute. Dankeschön. MotoTV 22 baut bei MySport MyStory. Rötis, der Highspeed-Autoslalom 2023, das erste Rennen in Vorarlberg. Und wir haben das Fahrzeug von Marco Schöbel, der mit viel Potenzial heute den ersten Lauf Vormittag gewonnen hat, heute Nachmittag den zweiten Lauf und jetzt geht es in den dritten Lauf. Plus 3000 Kubikzentimeter dominieren können mit dem Ford Focus RS. Jetzt sind wir in der E bis 2000 Kubik gefahren, haben wir auch dominieren können. Jetzt hat es leider angefangen zum Rennen. Jetzt probieren wir in der H bis 2000 nochmal unser Glück. Wir hoffen, dass es nochmal funktioniert und ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ja, und wie man sieht, dein Opel Kadett, absolutes Hightech-Auto mit viel Potenzial. So ist es. Also wir sind total mit wenig Erwartungen hergekommen. Durch das, dass das Auto nagelneu aufgebaut worden ist, haben wir gedacht, wir dann zuerst ein bisschen probieren, ein bisschen einstellen. Aber dass es gleich so gut funktioniert, haben wir uns nicht gedacht und deswegen sind wir alle eigentlich positiv überrascht. Marco, Slalom, gibt es eine andere Rennserie auch noch, Berg- oder Rundstrecke? Wir fahren eigentlich hauptsächlich Berg. Wir sind jetzt eigentlich nur da heute, zum ein bisschen testen, zum ein bisschen Setup am Auto machen. Aber wir fahren hauptsächlich am KW Bergcup. Ja, da wünschen wir dir alles Gute für die Saison 2023. Viel Erfolg.